Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 20 Video und heute gibt es mal wieder Trading Tipps für euch und wir werden dann auch noch besprechen, welche Teil-SBCs sich aus der Bundesliga-SBC lohnen. Denn es ist jetzt endlich die erste Ligen-SBC rausgekommen. Man hat ja wild spekuliert, kommen die überhaupt, kommen sie nicht? Und all das werden wir heute noch ein bisschen besprechen. Plus ich zeige euch eben genau, welche SBCs sich lohnen könnten und wir werden natürlich auch traden. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Und zwar mit meiner Transferliste. Das ist überteuert verkaufen, habe ich für 800 gekauft, für 1,2 verkauft, ist so ein leichtes überteuertes Verkaufen. Konaté habe ich gesniped für 700, jetzt verkauft für 1,1. Akpoguma haben wir gekauft für 700, jetzt für 59 verkauft. Ulreich gesniped für 800, jetzt für 1,3 verkauft. Dann haben wir noch Silber Trading, dazu gibt es ein eigenes Video auf meinem Kanal und da möchte ich dann auch noch weiter drauf eingehen, heute im Video, aber auf die Bronze-Pack-Methode. Wir werden das nicht ultra genau besprechen, aber ich werde euch mal grob zeigen, wie die Bronze-Pack-Methode funktioniert. Denn ihr seht, ich habe ein Bronze-Pack geöffnet und den dann für 1,9 verkauft. Das Bronze-Pack kostet 400 Münzen. Ich denke mal, ihr seht schon, dass man da ziemlich gut Gewinn machen kann, weil einfach die SBCs gerade einige Bronzespieler verlangen, beziehungsweise einige Bronzespieler halt einfach so viel wert sind. Und das sind halt auch noch weitere Verkäufe von der Bronze-Pack-Methode. Gut, dann gehen wir auch schon direkt rein. Das ist, by the way, mein Weekend-League-Team. Ich bin damit eigentlich sehr, sehr zufrieden und werde auch diese Weekend-League wahrscheinlich nichts ändern. Ich habe ja wieder Elite 3 erreicht, das kann man, glaube ich, hier nicht mehr sehen, aber ich habe wieder Elite 3 erreicht, also Back-to-Back. Meine ersten zwei Weekend Leagues in FIFA 20 waren beide Male Elite 3. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Darüber will ich mich nicht beschweren. Gut, wir gehen auf die Ligen-SBCs und es gab ja wirklich heiße Diskussionen. Kommen überhaupt Ligen-SBCs? Wenn ja, wann kommen sie? Aber wie gesagt, die größte Diskussion war eigentlich tatsächlich, dass die SBCs vielleicht gar nicht rauskommen. Und das war eben der Fall und jetzt wurde das Ganze zum Glück widerlegt durch die Bundesliga-SBC, die jetzt rausgekommen ist. Man kann einmal Kunja bekommen und einmal Boetius. Beide haben gute Werte. Ich finde Kunja irgendwie interessanter, aber das ist auch eure freie Entscheidung, falls ihr die SBC ganz abschließen wollt. Wir werden jetzt darüber sprechen, welche SBCs lohnen sich. Was meine ich mit lohnen? Ich meine mit lohnen, dass der Packwert wesentlich höher ist, als die SBC kostet. Punkt. Also, wir beginnen direkt mal mit Mainz und zwar kostet diese SBC 7000 Münzen, ungefähr vielleicht 8000, vielleicht 6000, sowas um den Dreh, circa 7000. Dafür bekommt ihr ein halbes 50k-Pack, also 6 seltene Spieler. Diese seltenen Spieler, ich glaube, es kann aber auch ein Silberspieler drin sein, aber es sind im Normalfall 6 seltene Goldspieler. Diese kann man eigentlich gleichsetzen mit einem halben 50k-Pack eben, wie gesagt. Und das ist ein Wert von ungefähr 25k, kann man so sagen, denn das Pack gibt es halt nicht im Shop. Deswegen habe ich da keinen Pack-Preis, so einen offiziellen. Aber da die SBC 7k kostet, ist sie ziemlich rentabel, denke ich. 3000 Münzen bekommt ihr, wenn ihr das Pack einfach nur abstoßen würdet. Also es ist nicht wirklich viel Risiko. Die würde ich auf jeden Fall machen. Bei der Dortmund-SBC würde ich schon etwas länger überlegen, denn da bekommt ihr ein 30k-Pack und dieses 30k-Pack beinhaltet 6 Goldspieler, 6 Silberspieler und diese sind alle selten. Das heißt, ihr habt auch garantiert 6 seltene Goldspieler. Das Pack kostet allerdings 17k, Minimum Discard-Wert sind 5000 Münzen. Dann Düsseldorf, Augsburg lohnen sich nicht, Bayern ist genau dasselbe wie bei Augsburg, das ist ein gutes Pack, 35k-Pack, der SBC kostet aber 23.000 Münzen und als Minimum Discard-Wert ist irgendwie auch, glaube ich, nur 2,5k oder so, also nicht wirklich viel, das heißt, die SBC ist schon etwas riskanter, aber bevor ihr halt im Shop euch irgendwann mal denkt, oh, ich kaufe jetzt mit Coins ein 35k-Pack, macht einfach die SBC und spart nochmal ja, eben 12.000 Münzen, wenn ihr sie für 23k abschließen könnt. Dann Frankfurt lohnt sich tatsächlich nicht wirklich, Köln lohnt sich, 25k-Pack, die SBC kostet nur 8.000 Münzen, Minimum Discard-Wert sind 2,2k. By the way, sorry, ich habe mich beim Minimum Discard-Wert bei Bayern vertan. Das ist beim Megapack ungefähr 4000 Münzen. Hier ungefähr 2000 Münzen. 25k-Pack könnt ihr hier bekommen, kostet ca. 8000 Münzen. Also lohnt sich eigentlich. Dann Leverkusen, das ist ein 25k-Pack, wo ihr nur Spieler drinnen habt. Das heißt 3 seltene Spieler, der Rest ist Gold. Und diese SBC kostet auch nicht viel, und zwar 10.000 Münzen. Genau dasselbe bei Gladbach, die kostet noch weniger, 8.000 Münzen. Also falls ihr Packs sowieso öffnen wollt, dann haut da einfach mal die 10k rein, 8k. Ich denke, dass ihr das schon irgendwie rausbekommen werdet. Und wenn ihr halt ein bisschen Glück habt, dann könnt ihr da richtig viele Coins machen natürlich. Dann geht's weiter, Paderborn lassen wir aus, das ist nicht wirklich rentabel. Leipzig ist auch wieder dieses 30k-Set. Das ist eine SBC, die kostet 17.000 Münzen. Minimum Discard-Wert sind 5.000.
Und da bekommt ihr auch eben 6 goldene seltene Spieler und 6 silberne seltene Spieler raus. Auch etwas riskanter die SBC würde ich eher nicht machen, wenn ihr am Zweifeln seid. Dann haben wir Schalke, das lohnt sich auch noch, 25k-Pack für 10.000 Münzen. Dann ist auch schon das letzte angekommen und zwar Wolfsburg, 15k-Set nur. Das ist natürlich nicht so ein krasses Pack, aber bevor ihr es auch da im Shop öffnet, öffnet es lieber über die SBC, denn da kostet es nur 7.000 Münzen. Ja, das sind mal die SBCs und dann würde ich sagen, zeige ich euch nochmal schnell ein paar Filter, die ihr auf jeden Fall zurzeit gut anwenden könnt, die ich auch schon benutzt habe, mit denen ich sehr zufrieden bin. Ich habe schon einiges von meiner Transferliste gelöscht, weil sonst wäre wieder alles voll gewesen. Wir beginnen einfach mal direkt. Und zwar der erste Filter sieht wie folgt aus. Rechtsverteidiger, und zwar nicht Premier League oder Linksverteidiger Premier League, geht by the way auch sehr, sehr gut. Kleiner Tipp am Rande. Bundesliga Rechtsverteidiger können wir mal schauen, was die kosten. Und ihr seht, für 59 könnte man die easy verkaufen. Was macht ihr? Ihr geht runter auf 57, zack, und versucht einfach zu snipen. Ganz, ganz easy, der ganze Hase. So, dann mit den Innenverteidigern eigentlich genau dasselbe Spiel. Die liegen im Moment so bei 850, würde ich jetzt mal schätzen. Für 850 kannst du jeden verkaufen, das seht ihr auch hier. Und dann geht ihr da auch runter auf 700 zum Beispiel und versucht da einfach eine Karte mitzunehmen, die vielleicht sogar ein bisschen überteuert reinzustellen, damit ihr da noch mehr Coins macht, weil die Spieler halt eben logischerweise gerade für die SBCs auch sehr, sehr oft über Preisvergleich gekauft werden. Und ihr seht auch, da kommen ziemlich oft Spieler rein und wir versuchen nochmal kurz eine Karte zu bekommen. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann werden wir weitermachen mit dem nächsten Filter, weil ich jetzt nicht zu lange da rumsnipen will. Aber eine haben wir jetzt bekommen und zwar Toprak können wir sicher verkaufen für 59 oder so. Wir können auch Preisvergleich schauen. Schaut, der ist über 1000 Münzen wert sogar. Okay, da werde ich kurz mal genau schauen, was der kostet, weil der sieht mir schon so aus, als wäre der dann doch nochmal ein bisschen mehr wert. Toprak, wir gehen rein. Toprak liegt bei. Das würde mich jetzt interessieren. Also da wurden 1000 Münzen auf den geboten. Ja, das war ein guter Snipe. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Krass. Okay. Können wir für ungefähr 1,8 sogar verticken. Also das ist wirklich ein stabiler Snipe gewesen. Also für 1,8 können wir den verkaufen. Also so einfach ist das. So einfach könnt ihr Coins machen. Es ist wirklich lächerlich, aber es funktioniert halt wieder mal. Es ist wieder mal ultra, ultra einfach. Und sogar über die Konsole habe ich den jetzt gesniped. Also für 1,8 über 1000 Münzen mit einer einzigen Karte. Ich glaube, mehr brauche ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen zu dem Filter. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Filter. Und zwar haben wir da auch natürlich wieder die Bundesliga am Start, denn es geht halt um die SBC einfach. Deswegen sind die Spieler halt auch so gestiegen. Und dann geht ihr einfach bei Bayern rein, denn dort kosten die Spieler ungefähr 1100 bis 1200. Da geht ihr dann runter auf zack 800 oder 850, zack. Und dann probiert ihr da einfach ein paar Karten zu bekommen. Dann geht es weiter mit Paderborn-Spielern und zwar könnt ihr da auch alle snipen tatsächlich, denn die sind auch alle ziemlich was wert. 850 seht ihr hier, 700, aber für 850 bekommt ihr jede weg. Wenn ihr da runter geht auf 650 und einfach mal sniped, dann könnt ihr da auch richtig viele Coins machen. Dann Leipzig haben wir noch am Start. Bei Leipzig eigentlich genau dasselbe Spiel, einfach die kosten einfach ein bisschen mehr zurzeit und da versucht ihr einfach ein paar Karten zu snipen. Ihr seht es hier. Da kommen schon ein paar rein, für 1000 Münzen kann man sie wahrscheinlich alle verkaufen, ihr könnt alle für 1000 Münzen verkaufen, das heißt, wenn ihr so auch nur auf 850 oder so geht und den für 800 hier mitnehmt, verkauft den für 1000, ihr habt 200 Münzen Gewinn, also darüber braucht man sich glaube ich nicht beschweren, das kann man immer mal machen. Und als letztes haben wir dann noch einen allgemeinen Bundesliga-Sniping-Filter und zwar Silber und dann Bundesliga einfach. Der Filter ist wirklich, wirklich stark, da kommen zwar nicht zu ultra oft Spieler rein, aber die können teilweise mehrere tausend Münzen wert sein durch diese ganzen SBCs. Also für 1,1 könnte man zum Beispiel alles verkaufen und dann geht ihr da auch wieder rauf, zack, und versucht Karten zu snipen. Den habe ich nicht bekommen, aber damit hätten wir massig Coins gemacht, weil der natürlich ordentlich was wert gewesen wäre. So, für 8,50 haben wir leider auch nicht bekommen. Aber Kabak wäre, ja, seht ihr hier, also wäre für 1,5 oder so locker weggegangen. Also ihr seht, das sind wirklich leichte Filter. Was ich euch auch noch raten würde, ist, dass ihr diese ganzen Spieler auf jeden Fall aus eurem Verein auch verkauft. Das heißt, falls ihr irgendwelche Bundesliga-Silberspieler habt und die SBC nicht macht, verkauft die aus eurem Verein. Ganz, ganz wichtig. So, und jetzt schauen wir uns noch die Bronze-Pack-Methode an. Ihr seht es, wir haben ein 400er Gold-Pack geöffnet. Jetzt haben wir dieses Pack und dann schauen wir einfach, was die Spieler kosten. Wenn ich sehe, sie kosten 200, bam, einfach auch reinstellen für 200 Münzen. Dann der nächste Spieler auch wieder 200 Münzen. Wir müssen kurz dann unsere Transferliste löschen, also die Sachen löschen.
und der wird wahrscheinlich jetzt auch nichts wert sein. Ja, der ist auch nichts wert, aber manchmal habt ihr halt ein bisschen Glück, dann kostet ein Spieler über 1000 Münzen und ihr habt die Coins schon wieder rausgeholt. Rare-Verträge auch immer reinstellen und den Rest, den stoße ich dann meistens einfach ab. Mit dem Pack hätten wir jetzt so 200 Münzen Gewinn gemacht ungefähr, also nicht wirklich viel, aber in den meisten Fällen habt ihr dann doch irgendwas dabei. Es kann eine seltene Fitnesskarte dabei sein, es können Coins dabei sein, es kann ein Spieler dabei sein, der wirklich was wert ist. Ja, beispielsweise hier, okay, doch nicht so viel wert, aber 3,50 zumindest ist hier einmal das Billigste. Das heißt, für 300 bekommen wir den easy weg, auch wenn wir ihn vielleicht zweimal oder so reinstellen müssen, aber für den Preis bekommen wir ihn easy weg. Das heißt, mit dem Pack hätten wir jetzt schon mal Gewinn, den können wir auch für 200 verkaufen. Es sieht ein bisschen blöd aus, weil ihr denkt euch so, hä, ja, okay, warum verkaufen sie sich? Ja, weil Leute, die irgendwie ein SBCs brauchen oder was auch immer. Auf jeden Fall verkaufen sie sich und das ist das Wichtigste. Auch so ein Manager, im brasilianischen, kann man auch immer gut verticken für 2,50 zum Beispiel und den Rest stoße ich dann auch wieder ab, beziehungsweise gebe ihn jetzt in dem Fall in den Verein, ist auch eigentlich egal. Wenn ihr die Verträge zum Beispiel braucht, dann gibt es in den Verein die ganzen Sachen. Und ja, auf der Transferliste habt ihr eh schon gesehen, es ist unfassbar. Also man macht da wirklich ganz, ganz konstant seine Coins mit dieser Methode. Und ja, Freunde, das ist es an sich gewesen mit dem heutigen Video. Falls ihr noch eine genauere Erklärung zu der Bronze-Pack-Methode haben wollt, schreibt sie in die Kommentare rein. Und damit bin ich raus. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder morgen. Ich glaube, ich lade es in der Früh hoch, das Video. Bis dann. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao, ciao.